Ja, verstanden. Können wir den hier einschauen oder ist das schlecht? Ihr könnt den ersten können wir einschauen. Gut. Bei Abrissarbeiten ist es wohl oben durch Schneidbrennarbeiten zu einer Brandentwicklung an einer Absauganlage gekommen. Das Feuer ist dann übergegriffen auf die Dachhaut. Das hat sich dann auf einer geringen Fläche ausgebreitet, aber gravierender war, dass in dieser Absauganlage sich über Jahre abgelagerter Staub mit in Brand geraten ist, einschließlich verschiedener alter Filtermaterialien, die noch eingebracht waren. Die wurden aufwendig jetzt abgelöscht. Das waren auch sehr verschachtelte Absaugkanäle, auch unterirdisch, gemauerte. Hier haben wir, soweit es ging, dann auch abgelöscht mit Schaum. Ja, das Feuer ist jetzt aus. Wir haben noch Temperaturen gemessen, ob noch irgendwo Glutnester sich befinden. Jetzt zurzeit ist die Einsatzstelle dunkel. Ja. Welche Einsatzfahrzeuge haben Sie jetzt hier zum Einsatz alle hier? Wir waren mit zwei Löschzügen hier, von der Feuerwache 1, Feuerwache 2, sowohl die Freiwillige Feuerwehr hat uns unterstützt. Wir konnten jedoch recht schnell einige Einsatzkräfte wieder einschicken, sodass wir hier zum Schluss jetzt wirklich nur noch mit einem Löschzug tätig waren.